Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt vom Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Miriam Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Cortison hat einen schlechten Ruf. Haben Sie aber gewusst, dass unser Körper selber auch Cortison produziert? Über Fluch und Segen von Cortison erfahren Sie später in der Sendung. Die Beine sind weltbekannt. Es sind die Beine von der Marlene Dietrich. Sie hat allerdings auch Probleme gehabt mit ihren Beinen. Sie hat nämlich unter der sogenannten Schaufensterkrankheit gelitten. Und wenn Sie jetzt denken, das sei eine typische Frauensache, dann liegen Sie falsch. Schaufensterkrankheit ist eine ernsthafte Krankheit, die auch Männer betreffen kann. Ein paar Dutzend Meter gehen, stehen bleiben. Der Inhalt des Schaufensters ist sekundär. Wichtiger ist, warten, bis die Beine nicht mehr schmerzen und gleichzeitig verstecken, dass man ein Problem hat. So hat die Schaufensterkrankheit ihren Namen bekommen. Oskar Hasler kennt diese Schmerzen, wenn durch Arterienverkalkung zu wenig Blut und damit zu wenig Sauerstoff in die Beinmuskulatur gelangt. Es hat angefangen, dass ich vor allem, wenn ich so ein bisschen aufwärts gelaufen bin oder beim Stegensteigen, so ein undefinierbares Beschwerdegefühl, so hohe Rist bekommen. Es ist einfach sehr schwer geworden und so wie unbeweglich hat sich das Ganze angefühlt. Und sobald ich dann aber wieder ruhig gestanden bin oder eben gesessen, gelegen auch, habe ich nichts mehr gemerkt. Im Sommer 2011 verschlechterte sich die Situation von einer Sekunde auf die andere. Vom Knie abwärts war sein rechtes Bein plötzlich schwer, gefühllos und kalt. Oskar Hasler musste ins Spital. Also auf dem Bild sehen Sie die Kniearterie vom Herrn Hasler. Es hat hier etwa einen 4 cm langen Verschluss der Kniearterie. So eine verschlossene Arterie kann man mit einer Katheterintervention eröffnen. Man kann es meistens genügt eine Ballondilatation, also dass man mit einem Ballon das Gefäß erweitert. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass man so einen Stent implantiert. Das haben wir bei diesem Patienten auch gemacht und haben hier so ein Gitterröhrchen eingesetzt. Das hilft, dass das Gefäß besser aufbleibt. Sobald der Stent eingesetzt war, kam mit dem Blut auch das Gefühl wieder ins Bein. Trotzdem wird regelmäßig kontrolliert, ob sich die Arterie wieder verschließt. Da sieht man jetzt den Stent. Der ist jetzt sehr schön offen. Das Blut kann durchfließen. Man hat hier eine normale Pulskurve. Das Gefäß ist wieder vollständig durchgängig. Als Oskar Hasler aus dem Spital kam, hat er angefangen zu walken und vieles in seinem Leben geändert. Weil er zu wenig auf sich geschaut habe, sich zu wenig bewegt, zu viel geraucht und zu viel gegessen habe, fühlte er sich mitverantwortlich für die Arterienverkalkung. Vor dem Vorfall war das krass. Ich war wirklich ganz, ganz ein fauler Typ, nicht bewegt. Es ist heute noch so, dass man einen Schub geben muss. Es ist nicht, dass ich jedes Mal darauf juchze und sage, so jetzt gar nicht. Aber wenn ich dann mal dran bin, dann freut es mich. Dann kann ich auch sehr lange Strecken machen. Ich kann auch gut abschalten dabei. Mir kommt dann auch so ein Trott rein. Ich kann den Kopf leeren und das alles miteinander. Und einfach der Bewegungsapparat, alles ist gut. So ist für Oskar Hasler aus dem Schock schließlich etwas Gutes entstanden. Herr Hasler, vor 2,5 Jahren ist der erste Verschluss gekommen, dann ist aber auch ein zweiter gekommen. Ja. Wie lange ist das gegangen? Etwa auf den Tag genau ein Jahr. Das macht einem schon ein bisschen Respekt, oder? Ja, da kommt man Respekt über. Wir haben auch immer wieder etwas das Gefühl, es könnte wieder passieren. Und durch das begleitet so weit, ja. Frau Ammann, was sind die Ursachen von der Schaufensterkrankheit? Die Arterienverkalkung. Und die Arterienverkalkung ist eigentlich ein normaler Alterungsprozess des Blutgefäßes. Und der Alterungsprozess wird durch verschiedene Risikofaktoren gefördert. Zum Beispiel Rauchen? Zum Beispiel Rauchen. Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor. Dazu
Zuckerkranken, Diabetes, hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel und zu wenig Bewegung. Mhm. Sie haben dann aufgehört mit Rauchen. Wie gut ist das gegangen? Ja, also ganz einfach war es nicht. Mhm. Aber je länger dass man nicht mehr raucht, desto weniger häufig kommt der Gelust. Und man lernt auch, dass der Gelust relativ schnell wieder vorbeigeht. Also es lohnt sich quasi, die paar Minuten auszuhalten. Es geht dann vorbei und man kann damit leben. Das würde ich jedem als Tipp mitgeben, der aufhört zu rauchen. Der Gelust geht schnell vorbei. Sehr schön. Frau Ammann, Rauchen verursacht Arterienverkalkung. Wir wollen wissen, warum. Rauchen, wie gesagt, fördert den Alterungsprozess der Blutgefäße. Mhm. Rauchen führt auch zu verschiedenen Entzündungsvorgängen, die dann die Arterienverkalkung wieder fördern. Mhm. Und gewisse schützende Faktoren, die wir in der Gefäßwand haben, werden durch das Rauchen reduziert. Mhm. Die wollen wir jetzt gerade mal anschauen. Wir haben eine Grafik, was man hier sieht, wenn es zur Arterienverkalkung kommt. Also der ganz linke Pfeil, da sehen Sie eine gesunde Gefäßwand, wie sie bei einem 20-Jährigen aussieht. Und rechts auf der Grafik, da sehen Sie jetzt die Arterienverkalkung schon weit fortgeschritten. Und das durchflossene Lumen, die durchflossene Öffnung der Arterie ist nur noch minimal. Mhm, die haben auch ein Modell mitgebracht. Mhm. Vielleicht können sie also das sehen Sie auch hier. Eine gesunde Arterienwand, die ist innen sehr glatt begrenzt. Und die Öffnung, der Durchfluss, ist vollständig offen. Dann, wenn die Arterienverkalkung zunimmt, im Alter, mit den Risikofaktoren, fangen hier die Ablagerungen an und das durchflossene Lumen, die durchflossene Öffnung wird kleiner, bis schliesslich sie dann das hier haben. Da ist jetzt der Durchfluss nur noch minimalst offen und die ganze Verkalkung hier füllt das Blutgefäß aus. Eine gefährliche Sache. Herr Hasler, sind Sie beschwerdefrei? Total. Im Moment wirklich keine Schmerzen und nichts. Mhm. Wie merkt man, quasi, vor es so schlimm ist, dass etwas nicht gut ist durch so Arterienverkalkung? Ja, ganz typisch ist eben die sogenannte Schaufensterkrankheit. Das heisst, wenn sie sich belastet, wenn sie laufen, dann hat der Muskel zu wenig Blut. In Ruhe genügt es noch. Und deshalb beim Laufen kriegen sie so krampfartige Schmerzen, typischerweise in den Waden, kann auch im Oberschenkel sein. Und wenn sie dann stehen bleiben, geht der Schmerz sehr rasch weg. Mhm. Sie haben aufgehört mit Rauchen, sie bewegen sich auch bewegen regelmäßig. Wie ist es mit Medikamenten? Müssen Sie das auch nehmen? Ja, ich nehme täglich Aspirin Cardio. Ja. Ich habe einen Blutverdünner und einen Cholesterinsenker. Ja. Ist das das Normale, wenn man Arterienverkalkung hat, dass man eine begleitende medikamentöse Therapie braucht? Ja, das sind eigentlich die typischen und sicher wichtigsten Medikamente, die Herr Hasler hat. Wie gesagt, wichtig ist auch, den Blutdruck gut zu kontrollieren, möglicherweise medikamentös zu behandeln. Wir reden jetzt immer von den Gefäßen, die in den Beinen sind. Aber wie ist es denn mit den Gefäßen im Hirn oder im Herz? Können die durch Arterienverkalkung auch betroffen sein? Selbstverständlich. Mhm. Und man weiss auch, dass Patienten, die das an den Beinen haben, eben auch sehr häufig am Herz oder eben auch an den Hirnschlagadern haben. Weil zu wenig Bewegung ein Risikofaktor ist für Arterienverkalkung, ist eben mehr Bewegung gut zum Vorbeugen. Dreimal pro Woche trifft sich die Gruppe mit dem Ziel, bei allen die beschwerdefreie Gehstrecke zu verbessern. Es ist eigentlich ein Ausdauertraining. Man muss einfach in Bewegung sein, mindestens eben halt die 3/4 Stunde lang. Ob das die Arme sind oder ob das Beine sind, ist relativ egal, weil der Körper lernt, das Blut besser auszunutzen, quasi, also das Sauerstoffangebot besser auszuwerten. Neben Ausdauer werden Gleichgewicht und Stabilität trainiert. Das trägt zur Gangsicherheit und zur Lebensqualität der Patienten bei. Zum Beispiel bei Meinrada Frei, deren Arterien sich trotz Stents immer wieder verengen. Das hat man bis jetzt schon viel gebracht. Ich habe wieder mehr Kraft dabei und bin sicherer auf den Beinen. Diesen Effekt spürt auch Martin Berner im gelben T-Shirt. Bei ihm hat die Therapie mit Katheter nicht funktioniert. Eine Besserung bringt ihm jetzt die Physiotherapie. Allerdings geht diese nur 3 Monate. Das hat mir jetzt auch Spass gemacht in der Gruppe. Es ist natürlich schon Gefahr, wenn man dann wieder allein ist, ob man dann auch wieder etwas macht. Ich habe jetzt auch so ein Bödel gekauft und tue jetzt auch so während dem Sitzen mal hier und wieder die Füße massieren. Und hier und wieder mache ich auch eine Übung. Also ich glaube schon, dass man wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr macht als vorher. Weil man sieht schon, dass es einem gut tun würde.
Herr Litschi, Sie haben uns hier einen Mini-Home-Trainer mitgebracht. Das heisst, es gibt eigentlich keine Ausrede, um sich zu bewegen. Es gibt sogar noch kleinere Modelle. Es gibt Modelle, die aus Gestängen bestehen, die man nachher zusammenklappen und unter dem Bett versorgen. Ja. Wie lange sollte man denn so die Rampe pro Tag? Es ist gut, wenn man jeden Tag mindestens 20 Minuten, aber besser eine Stunde trampet. Ja. Und das Gerät können Sie eigentlich auch sogar für die Arme brauchen? Genau, wenn man mit den Beinen müde wird, kann man mit den Armen bitte trampen. Auch das ist positiv. Ja. Können Sie gerade uns einmal vormachen und Frau Ammann kann erzählen, wieso tut denn eigentlich Bewegung gut? Frau Ammann, wieso fördert das quasi das Positive? Für Beine ist es so, dass wenn sie sich bewegen, sich umso mehr Umgehungskreisläufe bildet. Mhm. Aber systemisch, also das heisst für den Körper, hat Bewegung insgesamt eine sehr gute Wirkung. Es fördert verschiedene Faktoren im Blut aktiviert, die gefäßschützend sind. Und schleudert das Blut auch mal durch unseren ganzen Körper. Sie dürfen schon wieder aufhören, Herr Litschi. Die Frage ist einfach, wieso die Arme bewegen, also wenn wir das Problem in den Beinen haben? Wenn man den Kreislauf in Schwung bringt, das sind die verschiedenen Faktoren, die Frau Professor Ammann gesagt hat. Das Blut wird dünnflüssiger, es bildet Kapillaren im Körper, die ganz feinen Arterien, die wichtig sind für die Muskelversorgung der Beine auch. Durchhalten, das ist schwierig. Wir haben es auch hier im Film gesehen. Wie schaffen Sie das, Herr Hasler, so mit der Bewegung? Das ist wirklich schwierig. Am Anfang, wenn so ein Vorfall ist, top motiviert, geht fast jeden Tag. Und dann muss man sich schon immer wieder einen Schub geben. Mhm. Ich glaube, es hilft auch, wenn man sich das mit planet. Also ich versuche das auch in meiner Agenda einzutragen, Bewegung, und versuche einzuhalten. Dass das quasi etwas ist, das jeden Tag oder jeden zweiten Tag dazugehört. Im Film haben wir auch gesehen, Frau Ammann, dass manchmal der Stent oder auch Ballondilatation nicht funktioniert. Warum? Das kann vorkommen, wenn die Arterienverkalkung eben sehr ausgeprägt ist und ein Gefäßverschluss dann sehr, sehr hart ist, dass man es einfach nicht mehr eröffnen kann. Hätten Sie noch andere Tipps, die gut wären für daheim in puncto Bewegung, was man noch machen kann? Ja, wenn das Wetter nicht so schön ist, wie beim Herrn Hasler vorher, dann kann man auch Zehenstände machen. Also man schaut einmal, wie viel man auf Zehen stehen kann und wieder runter, bis Schmerz kommt. Und hört dann aber schon vorne auf, macht das als Trainingseinheiten in verschiedenen Serien. Aufstehen, absitzen ist etwas, Stegen auf und ab ist etwas. Das kann auch in der Wohnung sein, da kann man ein Schemel nehmen und auf und ab steigen. Also hauptsächlich, dass man immer irgendwie etwas einbaut. Haben wir noch etwas vergessen, Frau Ammann? Nein, ich glaube, Sie haben das sehr ausführlich gesagt. Ein Trick, den ich den Patienten noch sage, ist, tun Sie vielleicht ein, zwei Bus- oder Tramstationen vor Ihrem Ziel aussteigen und überlisten sich so selber, dass Sie noch ein bisschen mehr Bewegung haben. Dankeschön vielmals, Frau Ammann. Herzlichen Dank, Herr Litschi und Herr Hasler. Dankeschön vielmals. Auch Diabetes kann Schaufensterkrankheit auslösen. Und wenn es zu einem schweren Verschluss kommt von einem Gefäß, dann wird manchmal ein Bypass nötig, eine Umgehung von dem Ort, der verstopft ist. Im allerschlimmsten Fall allerdings verliert man das Bein. Auf dem Röntgenbild sieht man rechts neben dem Knochen deutlich die Blutgefäße, weil die Arterienverkalkung so stark ist. Normalerweise sind Weichteile durch Röntgen nicht darstellbar. Hier aber sieht man die Arterien als Kalkrohr. Der Arterienverschluss war so stark, dass der Fuß abzusterben begann. Ja, es ist so, dass halt ganz in der Peripherie quasi die kleinsten Haargefäße sind und am wenigsten Blut herkommt. Und dann fängt an, die Haut absterben. Und das ist eigentlich tote Haut, die man sieht, wo dann Abfall, Riss gibt, Infektionen gibt, weil die Barrieren eigentlich von der Haut nach außen, der Schutz, ist nicht mehr da. Deshalb musste der rechte Unterschenkel von Kaspar Mohr amputiert werden. Beim linken Bein drohte das Gleiche. Aber von da weg aber ist eigentlich alles zu gewesen, bis auf eine kleine Arterie da unten am Fuß. Der Bypass funktioniert so, dass der Fluss kommt, geht durch die Vene daher, also am Fuß, und versorgt dann quasi von dort wieder den Fuß und über die Vene kommt das wieder zurück. Ich komme mit dem rechten Bein mit der Prothese gut Schlag. Und mit dem linken Bein, das kann ich eigentlich wieder normal brauchen.
Hätte er beide Unterschenkel amputieren müssen, wäre Kaspar Mohr nicht so mobil. Dank dem Bypass kommt er im Alltag gut zurecht. Herr Meier, wie häufig sind denn Amputationen bei Diabetes? Wir wissen heute, dass leider auf der Welt alle 20 bis 30 Sekunden ein Diabetiker sein Bein verliert. Mhm. Ein Großteil davon aufgrund von einer Gefäßerkrankung. Mhm. Der andere Teil aufgrund von der Nervenschädigung, die Diabetiker haben. Das ist eigentlich eine verrückte Zahl. Wie kann man denn das vermeiden, dass man das Bein verliert? Erstens einmal Behandlung des Diabetes. Wir wissen heute, dass man den Zucker ganz stark einstellen sollte, in einem relativ tiefen Bereich. Mhm. Zusätzlich Bewegung, Bewegung, ja, Bewegung, das haben wir schon gesehen. Davon. Ja. Und natürlich Eliminieren von den Risikofaktoren wie Rauchen, hoher Blutdruck, Cholesterin. Mhm. Es gibt auch Situationen, wo eine Blutgefäß nicht mehr behandelbar ist. Sie haben uns ein Bild mitgebracht. Wieso das? Also auf dem Bild hier sieht man, wie man versucht, mit einem Draht oben runterzukommen. Mhm. Und man sieht in dem Bereich hier, dass man mit dem Draht nicht mehr weiterkommt. Er krüngelt sich so. Mhm. Und man kann nicht durch den Verschluss durch. Also kann man ihn auch nicht aufmachen mit der Ballontechnik. Was macht man denn? Ein Bypass? Wenn gewisse Gegebenheiten gegeben sind, also wenn endet der Verengung oder dem Verschluss, das Blut wirklich auch noch irgendwo kann abfließen kann, dann kann man einen Bypass machen. Mhm. Ja. Und sonst? Wenn es gar keinen Abfluss mehr gibt, dann ist es leider so, dass man nur noch kann Schmerzmittel geben, versuchen mit Bewegungstraining. Mhm. Aber es wird früher oder später zur Progression kommen und wahrscheinlich dann zur Amputation. Ja. Jetzt wollen wir natürlich das frühzeitig merken. Was sind frühe Anzeichen? Ganz frühe Anzeichen, wenn die Nervenschädigung noch nicht gross ist beim Diabetiker, ist auch wieder die Scharfensterkrankheit. Mhm. Das haben wir gehört. Leider ist es so, dass beim Diabetiker Nervenendigungen geschädigt sind und er darum oft gar nicht spürt, dass er eine Scharfensterkrankheit hat. Mhm. Mhm. Und eigentlich sollte heute jeder Diabetiker vom Hausarzt und von verschiedenen Spezialisten betreut werden, die dann auch frühzeitig merken, wenn zum Beispiel an der Herzkranzgefäß oder an der Beigefäß etwas also, nicht mehr stimmt. Engmaschige Überwachung vielleicht zum Schluss. Wie groß ist die Rückfallgefahr, wenn man das Problem einmal hat? Es ist so, dass die Chirurgie manchmal etwas längerfristig als Ballonerweiterung. Es ist klar, beim Diabetiker sind vor allem Gefäße betroffen im Unterschenkel, die kleinen Gefäße. Dort ist der Rückfallgefahr halt grösser. Man sagt, dass so ein ganz tiefer Bypass wie beim Herrn Mohr eine Offenheitsrate über 5 Jahre von 20-30% hat. Mhm. Was beim Herrn Mohr eigentlich schon überschritten ist. Ja, ja. Aber trotzdem nicht aufgeben, dranbleiben und vor allem bewegen, 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 würde ich so sagen. Genau. Ist das richtig? Danke schon vielmals, Herr Meier. Falls Sie aufhören wollen mit Rauchen und das nicht schaffen, melden Sie sich bei uns. Wir werden ein Jahr lang ein paar Raucherinnen und Raucher begleiten und schauen, ob wir es zusammen schaffen. Cortison wirkt gegen Entzündung. Es ist ein Medikament. Der eigene Körper produziert aber auch Cortison. Es ist nur so, dass zu viel und zu wenig Cortison im Körper beides Problem macht. Beatrice Michel korrigiert die Hausaufgaben ihrer Drittklässler. Sie arbeitet gerne als Primarlehrerin. Dank der Cortisonpräparate, die sie seit Mai 2013 schluckt, kann sie dies weiterhin tun. Doch das Cortison macht noch viel mehr mit ihr. Es ist Segen und Fluch in einem. Es ist auf der einen Seite das Mittel, das mir momentan hilft, meine rheumatischen Entzündungen, die ich in den Muskeln habe, in den Griff zu bekommen, in Schach zu halten. Und auf der anderen Seite bringt es aber auch viele Nebenwirkungen mit sich. Die offensichtlichsten: Carmen Michel hat seit Beginn der Therapie 10 Kilo zugenommen und durch Wasserablagerungen ein rundes Gesicht bekommen. Dazu kommen viele Nebenwirkungen, die weniger sichtbar sind. Durch die grosse Müdigkeit, die ich habe, besonders auch am Abend, ist es schon schwierig, auch Freizeitaktivitäten weiterhin zu pflegen.
Vereine und ja, gesellschaftliche Anlässe, die vor allem dann am Abend stattfinden, ist schwierig, weil ich dann einfach wirklich müde bin und Ruhe brauche. Und das ist schon auch eine Gefahr, dass man sich da zu fest zurückzieht und sich nicht zu fest abkapselt. Vor der Cortisontherapie hatte Beatrice Michel monatelang starke Schmerzen. Die Ursache für ihre Entzündungen in den Muskeln haben die Ärzte noch nicht genau gefunden. Cortison kann man in solchen Fällen wirkungsvoll einsetzen, weil es Entzündungen sehr unspezifisch hemmt. Das ist aber auch ein Grund der Nebenwirkungen. Es kommt zu so vielen Nebenwirkungen, weil Cortison prinzipiell eigentlich in den Zellen innewirkt und ganz viele verschiedene Stoffwechselprozesse beeinflusst durch das. Das geht über Knochen, über das Immunsystem, über die Haut. Eigentlich jedes Organ ist dann betroffen, weil es eben in den Zellen und im Zellkern wirkt. Trotzdem ist für den Hormonspezialisten Lukas Villiger Cortison vor allem ein Segen und kein Fluch. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Medikament zu nehmen. Man wird relativ schnell beschwerdefrei. Man muss einfach aufpassen, dass man die richtige Dosis nimmt. Möglichst wenig, so viel wie nötig, aber möglichst wenig. Und dann möglichst wieder ausschleichen und möglichst suchen, eine andere Therapie zu finden, die nicht breit Entzündung hemmt. Ein zu hoher Cortisonspiegel kann auch entstehen, wenn der Körper selber zu viel herstellt. Carmen Wobmann hatte diese seltene Krankheit. Trotz viel Bewegung hatte sie zugenommen und einen immer höheren Blutdruck bekommen. Die Ursachen dafür blieben lange unklar. Schließlich fand man heraus, dass sie die zehnfache Menge an Cortison produzierte und entfernte ihre fehlerhafte Hormondrüse. Gesund war sie damit aber noch lange nicht. Nach jahrelang zu viel eigenem Cortison musste sie jetzt plötzlich Cortisontabletten schlucken. Wenn man nach so einer Operation das Cortison vollständig wegnehmen und nicht zurückgeben, dann würde der Körper einen Dauerentzug machen. Irgendeinmal wird dann die eigene Produktion natürlich wieder in Stand kommen und wird das kompensieren. Und auch all die Zellen würden sich daran gewöhnen, dass man jetzt weniger hat. Aber das wird ganz, ganz, ganz eine lange Phase sein. Und das ist der Grund, warum man hilft, in die kleinen Dosen weniger zu geben, damit der Entzug nicht so schlimm wird. Bis sie wieder Tennis spielen konnte, wie vor der Operation, ging es zwei schwierige Jahre, in der ihr Körper wegen des immer tieferen Cortisonspiegels häufig streikte. Mittlerweile hat sie wieder in ein normales Leben zurückgefunden. Für Beatrice Michel hingegen soll in den nächsten Monaten ein spezifischeres Medikament mit weniger Nebenwirkungen das Cortison ersetzen. Und wir sind wieder am Ende der Sendung. Bleiben Sie gesund und schauen Sie wieder bei uns ein am nächsten Samstag. Ich würde mich freuen. Adi Menand. Für Eltern ist es nicht einfach zu entscheiden, ob sie ihre Kinder impfen sollen oder nicht. In der nächsten Sendung beleuchten wir Pros und Kontras von Impfungen. Die Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt vom Clara-Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Mirian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin.